Moin Leute, unser neuer Koch ist da. Er sitzt auch schon hier und Koch, hat er Gulasch? Na, wie lange? Was machst du gerade? Ja. Ja. Was bitte? Das ist nicht Matthias. Ja, tut mir leid, Matthias. Leider ist für dich kein Platz mehr. Wir haben schon einen gefunden. Nur muss er sich mal neues Werkzeug besorgen, glaube ich. Ab! Der Messer ist nicht scharf genug. Muss man erst mal schärfen. Okay. Könnte man das gleich weiter kochen mit unserem neuen Koch und melden sich dann. Mal gucken. Später nochmal. Ja, bis dann. Moin Leute, heute ist Mittwoch und ja, ich bin gerade reingekommen nach unserem Ruhetag. Es war sehr entspannt gestern einfach mal, zumindest fast nichts zu tun. Ja, und ich bin gerade reingekommen und habe unser Gästebuch in Augenschein genommen. Hier sind wieder ein paar neue Einträge. Und ja, ihr müsst mich jetzt mal aufklären. Ich lese euch mal kurz den letzten Eintrag vor. Richtig schön hier und leckeres Essen. Außerdem sind die Preise sehr ehrlich. Und das finden wir gut. Dass alles vegan ist, ist nur das i-Tüpfelchen. Schade, dass wir sowas nicht in Berlin haben, aber trotzdem bis bald. Also in Berlin dachte ich eigentlich, gibt es etliche vegane Restaurants. Bin jetzt gerade ein bisschen verwundert. Vielleicht meint sie auch, dass die veganen Restaurants in Berlin so teuer sind oder so. Ja, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Was es damit auf sich hat, bin ich sehr gespannt. Lecker mit Liebe zubereitet und hübsch angerichtet und vegan. Ein großer Fan von Heiner aus Lübeck. Dü-dü-dü-dü, 27. Juli, auf Wiedersehen. Wer kann das sein? Das fand ich letztens auch lustig. Da war der Kevin hier auf jeden Fall an dem Abend. Und hier steht einfach nur drin, der Kellner hat uns am meisten gefallen, optisch. Und das Essen war auch wirklich fantastisch, ganz klein, in Klammern dahinter, am 27. Juli. Ja, wir wissen nicht recht, was wir damit anfangen sollen, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Naja, das wollte ich bloß mal kurz zeigen. Und ich mache mich jetzt dran, wie immer, an die Vorbereitung, mal gucken, was alles noch da ist. Und war unser Lieferant eigentlich schon hier? Oh, hoppla. Ja, der war auch schon da, prima. Dann kann ich gleich mal Ware auspacken. Okay. Bis später. Ahoi Leute. Ja, endlich melde ich mich mal wieder. Ist ja schon ein paar Tage her und die letzten Videos, die ich auf der Kamera gedreht habe und noch nicht geschnitten habe, ja, sind auch schon ewig her. Ich weiß gar nicht, was ich da erzählt habe. Ja, aber es ist eine ganze Menge passiert auf jeden Fall. Ich koche gerade mal nebenbei das Tagesgericht vor. Ja, einige von euch haben sich ja beschwert, in Anführungsstrichen, dass ich letztes Mal so viel rumgelaufen bin und die Kamera so verwackelt war. Ja. Aber ich mache halt immer schon nebenbei was, wenn ich das Video mache. Und meistens mit morgens einfach irgendwie 20 Minuten hinzusetzen und Videos zu machen, dafür bleibt meistens keine Zeit, deswegen mache ich es ja immer irgendwie so nebenbei. Also tut mir leid, wenn es diesmal wieder so ist. Ja, am Montag, heute ist jetzt Sonntag, also ist uns das hier eine Woche her, war das Fernsehen da und zwar der Sender MV1. Kennt einige von euch vielleicht, ich kannte ihn bisher nicht. ja, der war hier, hat ein paar Aufnahmen gemacht von uns dreien. Ja, mich hat er gefilmt, mich haben sie gefilmt, wie ich hier so ein Gericht zubereitet habe und ein Smoothie zubereitet habe und wieder einmal das Essen rausgebracht wurde und da wurden uns noch ein paar Fragen gestellt. Und ja, ich war auf jeden Fall super aufgeregt. Ich habe es noch nicht gesehen, es ist noch nicht fertig erscheint, noch nicht fertig geschnitten. Deswegen, ja, weiß ich nicht, wie es geworden ist, aber vom Gefühl her habe ich ganz schön komisch Schwachsinn geredet oder keine Ahnung. Egal, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist, was wir daraus gemacht haben. Ja,
Man müsste eigentlich meinen, dass ich daran gewöhnt bin, dass man mich vom Kochen fühlt, dass ich dann aufgeregt bin. Aber ja, irgendwie bin ich gerade nicht mehr dran gewöhnt. Ja, der neue Koch hat angefangen, und zwar der Matthias, habe ich ja schon mal in dem anderen Video, glaube ich, erwähnt, wo Milan in der Küche saß. Der war jetzt schon 2 Tage hier und war auf jeden Fall sehr wertvoll, dass er da war. Und wird jetzt sozusagen gerade ja, angelernt. Also jetzt 1 Woche in der Frühschicht, also Mittagsschicht. Und 1 Woche in der Spätschicht. Und dann ja, gucken wir mal, dass das quasi allein läuft. Zumindest an den Schichten, an denen nicht ganz so viel los ist, wie jetzt zum Beispiel am Freitagabend oder so. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt in der Woche schon das Namensschild angebracht werden würde, aber wird sich wohl noch hinziehen. Ich hoffe, nächste Woche wird es klappen. Ja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Kamera draufhalten, dann, wenn es endlich dran ist. Ja, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ja, und eine YouTube-Zuschauerin von mir, also die auch meine Videos schon länger guckt, war vor kurzem hier, vorgestern, am Freitag, am Donnerstag, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war sie hier, ist sogar extra nochmal gekommen, weil ich in der einen Spätschicht nicht da war, weil ich halt immer Frühschicht mache. Bisher zumindest. Und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Sie hat ein kleines, noch ein Foto irgendwie zusammen gemacht. Ja, das hatte ich ja bisher noch nicht so oft, dass mich irgendwer überhaupt, eigentlich hatte ich es noch nie, dass jemand mit mir ein Foto machen wollte oder Autogramm wäre sowieso komisch, ehrlich gesagt, finde ich zumindest. Aber ja, war irgendwie cool auf jeden Fall. Und das war auch die, die den Gästebucheintrag gemacht hat, den vorgelesen hatte, und zwar die aus Lübeck. Also ja, auf jeden Fall sehr cool, viele Grüße an der Stelle. Ja, wir haben jetzt auch neue Öffnungszeiten, habe ich auch schon mal auf Facebook angekündigt. Wir hatten ja vorher immer schon um 11 aufgemacht. Allerdings hat sich das irgendwie nie so wirklich gelohnt, weil irgendwie ein paar Mal 2 Gäste kamen vielleicht. Und so habe ich halt ein bisschen noch 1/2 Stunde mehr Zeit, um vorzubereiten. Also um 11.30 Uhr machen wir jetzt auf. Und dafür ist es dann hinten raus 1/2 Stunde länger, also bis um 14.30 Uhr. Weil da auch öfter schon Gäste gekommen sind, die einfach ja, noch was essen wollten, relativ spät dran waren oder erst zu spät Pause hatten bei der Arbeit vielleicht. Und ja, so denke ich mal, dass die dann auch noch was kriegen können und wir vorne raus einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, werden wir auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Mal schauen, wie es wird. Und die sind gerade dabei, zumindest noch im Kopf. Es ist noch nichts schriftlich festgehalten, dass wir die Karte ein bisschen ändern wollen. Also jetzt nicht von Grund auf, die wird schon größtenteils, denke ich mal, größtenteils zu bleiben. Aber ja, was wollte ich sagen? Genau, es werden ein paar Gerichte bleiben, ein paar Gerichte werden runterfliegen, die auch zum Beispiel nicht gelaufen sind. Oder die, ich wollte es gerade sagen, die uns zu viel Arbeit gemacht haben. Wobei, naja, das ist natürlich auch eine Sache, irgendwie macht jedes Gericht Arbeit, also im Endeffekt ist das egal. Aber ja, halt größtenteils eigentlich die Gerichte, die nicht gelaufen sind. Oder auch, wir haben beim Karteschreiben, weil das so ziemlich schnell gehen musste, auch nicht hundertprozentig darauf geachtet, dass wir viele sojafreie Gerichte haben. Also wir haben einige sojafreie Gerichte, allerdings, ja, zum Beispiel die Pilzrahmpfanne war ursprünglich ohne Tofu-Ecken geplant. Die sind dann mit Tofu-Ecken gewesen, weil wir das einfach spontan cool fanden. Und dadurch haben wir jetzt halt wieder ein Gericht mehr, was eigentlich ohne Soja wäre, wegen der Cashew-Sahne, was ja auch das Coole daran ist, dass das ohne eine Sahne ohne Soja ist. Und wir keine Sojasahne haben. Ja, dadurch haben wir halt das Gericht auch wieder mit Soja. Deswegen wollen wir da auch hier und da ein paar Sachen einfach ändern. Ja, weil auch einige Gäste schon mal vor der Karte standen oder saßen und gesagt haben, ist ja alles mit Soja hier. Stimmt ja nicht. Also die Linsentaler zum Beispiel sind ohne Soja. Die Nudeln in Wildkräuterpesto sind ohne Soja.
Aber ja, gut, auf den ersten Blick, wahrscheinlich wird das so aussehen, weil da Tempe dran ist, hier Tofu dran ist. Ja, deswegen wollen wir es einfach ändern. Und wir wollen es auch ranschreiben, also wir wollen an jedes Gericht dann auch ranschreiben. Glutenfrei, sojafrei, zuckerfrei steht ja momentan schon dran, zumindest bei den Desserts. Um da einfach das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Ja, und wir hatten gerade ein Tagebucheintrag, ein Gästebucheintrag, in dem es hieß, alles lecker und so weiter, aber es wäre schön, doch wenigstens einen Biobericht auf der Karte zu haben. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn wir das so gemacht haben, wie wir das machen, also wir uns entschieden haben, dass wir halt aufs Biosiegel verzichten und trotzdem Bioprodukte einkaufen, dass wir das schwer kommunizieren können, weil wir halt nicht sagen dürfen, wir sind Bio. Ja, wir können jetzt natürlich schreiben, wir kriegen 90% unserer Ware vom, wie heißt das? Biofrisch Nordost, Biofrisch Nordost und Terra Naturkost, die ja biozertifiziert sind, das könnte man dann selber nachgucken. Ja, das wäre höchstens nochmal eine Idee, ansonsten weiß ich nicht, wie man das sonst kommunizieren kann und sich da trotzdem sozusagen an diese Regeln halten kann, die halt besagen, dass man dieses Wort Bio und Öko nicht verwenden darf. Ja, ist halt ein bisschen doof, aber gut. Im Endeffekt müssen natürlich auch die Leute einfach mal nachfragen und dann würde man das auch sofort erfahren. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Ja, das war es auch schon wieder, ein ganz kleines Update. Ja, ich koche jetzt mal weiter. Ich muss jetzt noch das Tagesgericht fertig machen, also quasi die Bratkartoffeln im Endeffekt. Ja, es gibt Bratkartoffeln mit Blumenkohl, Möhrengemüse in Tomatensauce und Cashew-Tzatziki. Heute, ja, wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, dann ist es eh schon zu spät. Das werde ich, denke ich mal, nicht heute fertig machen. Ja, so viel dazu. Hallo? Okay. So viel dazu. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was unsere Karte betrifft, also ja, jetzt nicht unbedingt Gerichte, wobei könnt ihr natürlich auch machen, aber ich meine das eher Vorschläge im Sinne von, was müssen wir vielleicht noch beachten, wenn wir das schreiben, also sowas wie jetzt glutenfrei. Laktosefrei wollte ich gerade sagen, zuckerfrei und so weiter hinschreiben, das ist klar. Aber vielleicht noch andere Sachen, die euch vielleicht wichtig wären, mit denen wir uns essen kommen, was dann irgendwie auch in der Karte drinstehen sollte. Ja, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder auf Facebook oder per Nachricht oder sonst wie. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.